Hallo zusammen, meine Glossybox ist da und die möchte ich gerne mit euch aufmachen. Es handelt sich um die Glossybox des Monats Juli 2017 und ich bin so gespannt, was da drin ist, weil sie ist schwerer als sonst und ja, ich bin mal gespannt. Wir öffnen sie jetzt zusammen. Wow, wow, die ist ja wunderschön. Oh, die ist so schön. Oh mein Gott, ist die schön. Oh, die ist ja schön. Guckt mal. Ist die nicht schön? Oh, ein Weltraum und dann hier hinten haben wir noch so einen süßen kleine Rakete. Die sieht echt toll aus. Okay, das war jetzt die Verpackung und jetzt schauen wir mal, was da drin ist. Ja, das ist ja das Wichtigste an der ganzen Glossybox. Wobei, also die Verpackung ist ja klasse. Jetzt habe ich gespuckt. Bosawa. Entschuldigung. Okay. Oh, guck mal. Von innen rosa und von außen dann dieses Schwarz. Also das Design gefällt mir auf jeden Fall. Ja, und dann haben wir hier das Glossy-Magazin. Und das machen wir jetzt einmal auf. Oh, das gefällt mir auch total, dieses Einwickelpapier. Total schön, einmal in lila und in blau. Das sind wahrscheinlich die Galaxy-Farben. Ich glaube, diese Glossybox heißt auch, nee, die heißt Pink Planet. Und, So, das Erste, was mir da entgegenkommt, sind, aha, okay, sind erstmal die Flyer und, ich flippe hier gerade aus, ganz toll, also es geht los, und zwar haben wir einmal hier Bio-Vegan Skin Food, eine Maske, und Bio Cranberry Tooth Maske für normale bis trockene Haut. Ein Stück. Ja, finde ich gut. Kenne ich noch gar nicht. Okay. So, das nächste. Das ist ein. Oh, ein Banana Setting Powder. Ich wollte schon immer mal ein Bananenpowder probieren und von welcher Firma? Ach, von Bella Pierre. Von der Firma Bella Pierre. Mal eben aufmachen. Ja, die ist gut versiegelt. Oh, da bin ich mal gespannt. Schön. So, als nächstes Produkt kommt mir entgegen Aloa. Oh, Monoi. Da hatte ich letztens von Yves Rocher ein Body Spray und ein Duschgel geholt, weil ich ja so von dem Duft begeistert war. Das war in meinem letzten Haul. Und jetzt lese ich hier Eau de Beauté Monoi oder Monoir. Ah, wie schön. So, als nächstes Produkt kommt mir entgegen. Ah, die Firma kenne ich. Ultra Sun After Sun Cooling and Moisturizing After Sun Gel. For Sensitive Skin, also für sensible Haut. Und in der letzten Glossybox war, oder in der vorletzten, auch so ein kleines Tübchen von der Firma Ultrasun für das Gesicht. Und ja gut, ich
finde ich nicht schlecht jetzt, ne, zu dieser Sommerzeit. Auch wenn wir jetzt nicht in Urlaub fahren, dieses Jahr an die See oder so fahren wir auf jeden Fall. Und in der Sonne halten wir uns auch auf. Und von daher finde ich das eine gute Sache. So, als nächstes haben wir von Chris Farrell Phytamil, Nährcreme für sensible Haut und Couperose. Ist nur 3 Monate haltbar. Okay. Das werde ich mal aussetzen. Ist nur 3 Monate haltbar. Dann muss ich das schnell aufbrauchen. Und was kommt mir da entgegen? Was ist das? Ein Bändchen oder ein Armband? Keine Ahnung, muss ich gleich mal schauen. Und das letzte Produkt, ah, das war das, wahrscheinlich das schwere Ding. Oh cool, also, das ist Pantene Pro-V Micellenreinigungs- und Nährpflegeshampoo ohne Silikone. Das, ja, kenne ich ja gar nicht. Riecht auch sehr süß. Für schnell fettendes Haar. Na, ja, da freue ich mich auf jeden Fall drüber. Ja, das war's auch schon. Und also ich muss sagen, die Box gefällt mir sehr gut, weil ich alle Produkte auch super anwenden kann. Vor allen Dingen gefällt mir hier das Banana Powder. Und ja, hier die Pflegecreme werde ich auf jeden Fall austesten. Und dann natürlich das Shampoo und Body Splash auf jeden Fall auch, weil ich den Geruch sehr, sehr lecker finde. Und eine Maske. Ja, und dieses andere Zeugs, After Sun Cooling and Moisturizing Sun Gel, ja, kann ich vielleicht sogar nächstes Jahr. Ja, 24 Monate haltbar, für nächstes Jahr aufbewahren. So, schauen wir uns jetzt einmal die Preise an. Dann haben wir einmal die Maske. Die kostet 4,99 €. Da sind 16 ml drin, ist also eine Full-Size-Größe. Als nächstes haben wir hier dieses Body Splash Aloha, 50 ml. Ist ebenfalls ein Originalprodukt und würde kosten 16 Euro. 16 Euro. Dann haben wir dieses Banana Setting Powder von Bella Pierre. Da sind 4 Gramm drin. Und das ist ebenfalls ein Originalprodukt und kostet 25 Euro. Dann haben wir hier dieses Ultra Sun After Sun Gel. Auch ein Originalprodukt und kostet 14 Euro. Das ist Phytamil Gesichtscreme. Da sind 15 ml drin und würde kosten 15,50 Euro. Ich dachte, das wäre eine Probegröße. Aber gut. Das ist natürlich auch ein Originalprodukt und würde kosten 2,95 € für 300 ml. Also, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, haben wir hier einen Gesamtpreis von 78 Euro. Finde ich doch recht heftig. Ist natürlich gut für uns, aber manchmal weiß ich nicht, ob die Preise wirklich, ja, ob die Produkte im Handel wirklich zu diesen Preisen, die hier in der Glossy, im Glossy Magazin angegeben sind, ob die zu diesen Preisen auch verkauft werden im Handel. Da bin ich noch ein bisschen am Zweifeln. Aber wenn man jetzt so nach den Preisen geht, dann hätte diese ganze Box einen Wert von 78 Euro. Ja, also ich bin total begeistert, weil die Kiste, die ist
wunderschön. Und ja, alle Produkte sind fast, ja, alle Produkte sind wirklich Originalprodukte. Und es sind Dinge, die ich mir sowieso schon mal irgendwie kaufen wollte. Zum Beispiel dieses Bananapuder. Masken kann ich immer gebrauchen. Und dann Shampoo. Mein Lieblingsduft, Monoi. Ja, also ich finde, es ist eine super gelungene Box. Wer die hat, kann sich freuen, finde ich. Okay, alles klar. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Tschüss.